Wie ist die Lage? 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 Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Impfen rettet Leben. Werden auch Sie zum Lebensretter. Ganz so wie unsere Teams. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den wunderbaren Schauspieler Peter Lohmeier. Ahoi, Peter. Ahoi. Lieber Peter, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Du bist neulich 60 Jahre alt geworden. Wie feiert es sich denn in diesen Zeiten? Überraschungsmäßig feiert man. Also ich wusste wirklich nicht, was passiert. Also alle haben mich immer gefragt, so, was machst du denn? Gehst du abends essen und so weiter? Und schon mit Essen gehen bin ich komplett vorsichtig. Und das passiert nur ganz selten gerade. Und dann hatte aber meine Freundin in einer Galerie, befreundeten Galeristen, was organisiert, wo ein sehr großer Raum und Türen offen und alle liefen mit Masken rum, macht nichts. Ich wusste gar nicht, ich bin da um 17 Uhr hin. Und um 17.30 war ich da und dann waren da wirklich original genau 10 Menschen, die ich alle lieb hab. Und die haben sich gefreut, ich habe mich gefreut und ja, das war herrlich. Und dann habe ich irgendwie so einen Shampoos geköpft mit dem Säbel. Ne? Ich habe so einen Säbel geschenkt gekriegt. Ja. So, okay. Völlig dekadent. Ich glaube, diese Zeiten machen uns dann so auf Sachen aufmerksam, die wir irgendwie bisher nur im Kino gesehen hatten. Und also ich kann das jetzt, wenn mich jemand braucht, ich kann das jedem beibringen. Mit 16 hast du Dosenbier gestochen und mit 60 haust du mit dem Säbel den Flaschen in den Kopf ab. Ja, ich kenne das eigentlich auch mit dem Weinglas. Aber man macht das klassischerweise mit dem Säbel. Und das Gute war, dass es um 17.30 war, weil um 20.30 hat Schalke spielte dein Herzensverein und hat hochgewonnen. Hat hochgewonnen, so. Und das war ein perfekter Tag eigentlich, so. Also es war, bis aufs Wetter, aber das ist, da kann man hier, wir sind ja nicht auf Lanzarote, ne? So. Jetzt hat ja, die Stadt ist ja gespalten worden, mindestens für einen Tag. Also wir haben uns in den Arm gelegen, weil St. Pauli hat Dortmund weggemacht. Das ist ja für dich doppelte Glücksgefühle als Schalke-Fan. Aber hat dich irgendwie das Derby auch berührt, HSV gegen St. Pauli, oder hast du gedacht nur, naja, morgen spielt Schalke? Es berührt mich dann natürlich auch doppelt, weil wir jetzt alle in einer Liga sind und auch ich gerne geschlossen aufsteigen würde, also sowohl mit dem HSV als auch mit St. Pauli, weil das hätte den Sinn, dass ich dann 2 Heimspiele noch mehr habe oder Auswärtsspiele, je nachdem, wie man das sieht. Mhm. Und ich habe, ich bin da eher auf Pauli-Seite, und weil ich das auch ganz großartig finde, was Schulle da macht mit der Mannschaft und das auch nicht, auch kein, da gibt es auch keinen irgendwie so Überflieger, der so auf dicke Hose macht und so und selbst der Österreicher, den wir damals, wo ich dachte, zum Glück losgeworden sind, irgendwie macht davon ein Ding nach dem anderen, also nee, ich habe da schon... Also Burgstaller ist von Schalke nach St. Pauli gewechselt, muss man den Leuten sagen, die sich jetzt nicht nur für den HSV interessieren. Achso, ja Gott, ja, die sind nicht, die sich nicht auskennen. Ja, also, und aber schlussendlich, ja, war ich dann, bin ich dann, wie gesagt, ein bisschen auf Pauli-Seite, aber jetzt haben sie alle Zeit, sich ein bisschen gerade zu erholen und so, dann wird alles schon und ich hoffe, wie gesagt, also mein Sinn steht in dem nur, bitte einer von den beiden muss aufsteigen. Also wenn wir auch aufsteigen. Wenn wir nicht aufsteigen, dann können sie auch gerne beide drin bleiben, ist auch lustig. So sehe ich das, ganz pragmatisch. So. Sehr, sehr gut. Kommen wir nochmal kurz zu deinem Geburtstag zurück. Ich meine, als Schauspieler bist du ja gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen. Oder war das trotzdem so wie fast jedem Geburtstagskind
unangenehm, da so im Mittelpunkt zu stehen? Oder kommst du ganz gut klar damit, mit so viel Aufmerksamkeit, von Berufswegen schon? Ja, das ist ja, also wie gesagt, bei dem Mini-Empfang hielt sich ja die Aufmerksamkeit auch in Grenzen, aber man muss schon damit rechnen, wenn man so runde Geburtstage feiert, dass dann irgendwie, das will ich auch, dass mir hier jeder gratuliert. Und eigentlich muss ich da wirklich, also... ich habe dir geschrieben, nicht, dass du mich jetzt hier anmerken willst. Nee, war auch. Ich war dann aber nochmal in so einem Sushi-Laden und habe mir Sushi abgeholt und gibt es einen sehr guten im Barenfeld und in Ortensen ist der, in Ortensen, so. Und da musste ich dann nochmal sagen, weil die wussten das jetzt nicht, ne? Und dann habe ich dass ich heute 60 werde. Und dann hat der auch so eine Flasche Weißwein aus dem Kühlschrank geholt und mir geschenkt. So. Was war denn das schönste Geschenk, was du bekommen hast? Oder darfst du das gar nicht sagen, weil du gar keine Unterschiede machst zwischen den Geschenken, familienbedingt? Das war schon der Hammer. Das ist, meine Kinder haben mir weil die immer nicht wissen, was sie mir schenken sollen, weil ich immer, wenn ich so Geschenke, die Geschenkideen ich selber hatte, weißt du, kennst du das, man erzählt so jemand, boah, ey, diese Kaffeemaschine und so, ich glaube, die würde ich mir gerne mal, und dann denkt derjenige oder der Sohn, die Tochter, ah ja, dann das schenkt man zusammen dem Papa zum Geburtstag und so, ne, so, und dann hole ich sie mir aber direkt einen Tag vorher und dann müssen sie umtauschen, also sowas gab es schon ganz oft, ob das ein Buch war oder ob das, was weiß ich, ein Fitnessgerät war. So, und diesmal haben die sich sowas Tolles ausgedacht, und zwar sind da 60 Adjektive von 60 Freunden. So, und also so haben die gesammelt, haben die wirklich, ich habe es nicht gemerkt, quasi 60 Menschen, die ich sehr gerne mag, ich wusste gar nicht, dass ich so viele Menschen gerne mag, haben die, also wie gesagt, wirklich 60 Adjektive von, was weiß ich, torgefährlich bis großzügig, bis, was weiß ich, irgendwie bekloppt und so weiter, haben die gesammelt und auf so einem ganz toll ausgedruckt, so auf ein Blatt Papier, das kam mit der Post, jetzt ein Blatt Papier kann einen so berühren, ich habe total geheult, weil es ist einfach von meinen Kindern gewesen. So. Und das ist so ein tolles Geschenk. Und das ist nicht so, dass man da so denkt, oh, wie toll bin ich, sondern man denkt dann irgendwie, wie toll sind die? Also so, wie toll sind die, dass die das zusammengetragen haben für ihren Vater, weißt du? Und das hat mich wirklich ganz, ganz viele Tränen gekostet. Aber ich weine ja so gerne und deshalb war das schönste Geschenk. Wo ich tatsächlich Tränen in den Augen hatte, habe ich tatsächlich Nachschuss gesehen. Einen Film, wo du auch eine Rolle hast oder ein Röllchen, wie du jetzt sagen würdest, aber trotzdem... ein Film, der einen wirklich umhaut, wenn man den guckt. Der legt sich ja wie so ein Strick um den Hals. Es geht um das letzte vollzogene Todesurteil in der DDR. Wie war das denn für dich? Hast du dich da auch noch mal ein bisschen tiefer reingelesen in die ganze Geschichte? Nicht wirklich, weil, muss ich schon sagen, also ich hatte einen halben Drehtag so und das heißt, ich habe das Drehbuch natürlich gelesen, aber das war einfach schon mal so gut recherchiert von Franziska Stünkel, die den Film wohl sowohl Regie gemacht hat, als auch mit das Drehbuch geschrieben hat. Und da brauchst du kaum Hintergrundinfos und habe gedacht, das ist eine Geschichte, wo es sich auf jeden Fall lohnt, mit dabei zu sein. Und hatte eine Szene mit den wunderbaren Kollegen Eidinger jetzt hilft mir auf die Sprünge, mal immer vergesse ich, David Striso. Und das auch noch in einem Fußballstadion. Und natürlich hatte Franziska eine Szene für mich rausgesucht, wo ich so einen ehemaligen Fußballtrainer, Manager spiele. Und das war kurz, großer Spaß. Also war wirklich so, und der Film ist ganz toll geworden. Und von Franziska war es einfach, mit der habe ich jetzt schon einen Film gemacht vor längerer Zeit. Die macht Vineta. Ja nicht so viele Filme. Vineta, genau, die macht ja nicht so viele Filme, leider. Aber das war wieder wunderbar und hat sich gelohnt und macht dann irgendwie, das ist jetzt nicht, dass ich jetzt sage, oh, ich mache keinen halben oder ganzen Tag oder so oder drehe nur drei Wochen, totaler Quatsch. Das war ein tolles Buch und auch eine schöne kleine Rolle. Ist das denn, also ich habe jetzt gerade so eine Phase, nachdem ich Nachschuss geguckt habe und vor Weihnachten und um Weihnachten herum habe ich Weißensee geguckt, eine ganz, ganz tolle Serie des Hamburger Regisseurs Friedemann Fromm. Ich habe ja das Gefühl, dass die Erinnerung daran, was da damals in der DDR passiert ist, viel zu unlebendig ist irgendwie, gerade für auch für Jüngere. Wie siehst denn du das?
Ja, das ist immer, es ist immer so, dass, also das kann nur, muss unsere Aufgabe auch sein. Also unsere Aufgabe, mit dem meine ich, dass, also es geht ja immer darum, Geschichte weiterzutragen, damit Geschichte nicht vergessen wird. Und die Frage ist halt, wie man das aufbereitet. Also das ist, also oder das nochmal bringt. Also ich finde zum Beispiel, man könnte jetzt mal um 20.15 Uhr schön nochmal Sonnenallee bringen. Oder, also weil du kannst, weil das Thema DDR ist meistens so grau belegt, sag ich mal. Ne? Das ist so, das ist nicht immer, das ist selten lustig und man, es gibt aber auch viele Seiten von dem, von der man das beleuchten kann. Und da finde ich, gerade die Menschen, die das erlebt haben, irgendwie müssen und sollen davon erzählen, weil wir bekommen das im Augenblick mit, das ist ganz schlimm, dass die letzten Überlebenden des Holocaust noch berichten können und das ist aber ganz wichtig irgendwie und das sozusagen, dass das auch nicht ausstirbt oder dass die Geschichte weitergetragen wird. Aber eben, ich finde, ich kann manchmal verstehen, wenn Leute sagen auch, boah, jetzt irgendwie das Thema und dann ist alles so grau und so, das stimmt nicht ganz. Also so, oder das habe ich Sonnenallee erwähnt zum Beispiel. Mhm. Oder eben auch einen ganz tollen Film, finde ich. Jetzt habe ich natürlich den Titel nicht drauf. Gundermann. Ja, Gundermann, so. Ne, das ist auch was, ein ganz toller Film, der auch mit, ja, allein schon mit Musik spielt auch, ne? Auch wenn der auch, das ist natürlich alles mit, ja, Thema Leid verbunden, klar, aber es geht nicht um Mitleid, sondern es geht darum, das Leid irgendwie zu verstehen. Ich finde ja, meine Brücke war das auch ein bisschen so, sich jetzt nochmal damit auseinanderzusetzen, auch in dem Hinblick darauf, dass häufiger von einem totalitären Staat gesprochen wird und Persönlichkeitseinschränkungen. Also ich spreche halt auf die Demonstrationen an, die da immer mal wieder auf den Straßen gerade stattfinden, von Corona-Gegnern oder wie auch immer. Ja. Du hast mich ja tatsächlich vor ein paar Tagen mal angeschrieben und sagst, Lars, du was, dass wir hier auch uns mal wehrhaft hinstellen und du würdest dich da gerne dran beteiligen. Ohne dass ich überhaupt geantwortet habe, war es aber so, dass ja schon Demonstrationen auch hier stattfinden mittlerweile. Also das ist ja schon auch ein Thema, was dich nicht loslässt. Und mit 60 gehst du auch immer noch mit der Faust Richtung Himmel auf die Straße, oder? Naja, es war so, das, klar, das war so eine, also ich verfolge ja die Nachrichten und als ich an dem Wochenende mitkriegte oder ein paar Tage davor, dass eben im Osten schon, also auch mal Flagge gezeigt wurde, einfach weil ja die Mehrheit überhaupt kein Thema hat mit Impfung oder so mit, oder sich vernünftig verhält zu Corona. Und dann gibt es diesen Teil, die es immer noch nicht kapiert haben. Und dann dachte ich mir aber, Mensch, in Hamburg, das hat mich ja so ein bisschen beschämt einfach in dieser Stadt, dass da teilweise 14.000 Menschen auf den Straßen waren, die sich so als Impfgegner zeigten und sich mischten mit Rechtsradikalen und Verschwörern und so weiter. Und wo ich dachte, also wo Flagge zeigen so und dann. Und ich nicht so vernetzt war, dass ich von dieser Demo wusste. Deshalb habe ich dich dann auch alle Leute angeschrieben, wo ich wusste, irgendwie, Mensch, die sind hier immer unterwegs, mit denen hat man irgendwie politisch zu tun oder die wissen, was Sache ist in Hamburg. Und dann schrieb mir direkt einer auch irgendwie, ey Peter, am Samstag ist irgendwie Demo. Und dann war ich da, bin ich dann zur Demo hin. Und das war auch, ist ein ganz wichtiges, ein gutes Gefühl, was man dann hat. Also, dass man Solidarität irgendwie zeigt, dass man da ist und dass dann weiß, dass dann Menschen, also denen man, weil wir ja sozial irgendwie uns so ein bisschen irgendwie nicht auseinandergelegt, aber nicht so viel treffen irgendwie, dass dann Menschen mit Abstand, das war völlig irre, irgendwie da demonstrieren, ein wahnsinnig langer Demonstrationszug. Und das hat mir gut getan. Also in dem Sinne mir gut getan, weil darum geht es ja schlussendlich, dass du deine eigene, dass du dich deiner selbst bewusst bist, dass du sagst, irgendwie, ja, ich bin auf dem richtigen Dampfer, da sind andere Menschen, die sind auch auf diesem Dampfer und lass dir nicht von irgendwelchen jemand was erzählen oder ich kann weiter erzählen, dass da Menschen sind, die auch Flagge zeigen.
Völlig richtig. Ein wichtiges Thema, was wir eigentlich vertiefen müssten. Wir sind nur jetzt schon leider am Ende unseres kleinen Gesprächs. Und da sind wir bei den Top 3. Und wir haben ja mit Fußball angefangen. Wir enden auch mit Fußball, aber diesmal aktiv. Du bist ja so ein Bolzer, ne? Also spielst ja so in so einer Hobbymannschaft. Und du kennst wahrscheinlich die besten Wiesen oder auch Acker hier in Hamburg. Und ich wollte von dir die Top 3 der Bolzplätze irgendwie haben. Was ist denn dein dritter Platz? Mein dritter Platz ist ein Käfig auf St. Pauli. Da habe ich, also da gibt es eigentlich zwei. Da gibt es einen direkt an der Simon von Utrecht, das ist Simon Dochmal Straße. Mhm. Und dann gibt es einen hinterm Haus 3, da, oder wie heißt das da? Ja, genau, da an der Schanze. Mhm. So, Haus 73. Ja, genau, Haus 73. Obwohl ich da lange nicht war, weil da sind auch Häuser gebaut. Da weiß ich nicht, ob es den noch gibt, aber ich meine, den gibt es noch. Und also dann so, und das sind so mal so zwei Käfige. Das ist so Nummer 3, also die nehme ich beide. Die sind zusammen auf Platz 3. Die sind ja zusammen auf Platz 3. Ja. Dann gibt es, muss ich das einfach weitermachen, weil ich das auch eine vernünftige Einrichtung finde, solche Käfige. Das ist, da sind auch wieder zwei auf Platz 2. Und zwar gibt es da einen bei mir um die Ecke in Ottensen. Der ist an der am Bülowstieg, Bülowstieg-Ecke, Bülowstraße. Da ist einer, der ist hinter so einer Schule, da ist einer, der ist, den finde ich ziemlich gut an so einem alten Bunker dran, wo jetzt irgendwie Millionen Wohnungen gebaut worden drin worden sind. So. Mhm. Und ja, die Nummer 1 irgendwie muss geschont werden, muss gepflegt werden. Und spiele ich eben auch viel selber. Das ist der Jenischpark. Zwischen Remsmar Park und... Darfst aber keine Grätschen ansetzen da, ne? Dass der Rasen heile bleibt. Naja, doch, das tun wir schon, aber wir haben schon, also der Wolf, unser ältesten Kollegen ist, also der allerälteste ist 82, der da mitspielt, muss ich jetzt mal hier laut sagen, das ist ganz irre. Und wo man den Pass auch zurückkriegt. Ist jetzt nicht so, dass der rumsteht oder so, ne? Ja. Und deshalb weiß ich auch, dass es bei mir auch weitergeht. Nee, da ist, den haben wir da, der Wolf hat zum Beispiel schon mal wirklich Samen mitgebracht. Ich habe auch dann mal welche, so Grassamen. Dann haben wir den richtig umgegraben, je nach Wetter, das weiß er halt nicht, ne? Und, und wir haben den auch schon beschnitten. Also wir haben schon mal einen Rasenmäher mitgebracht. Auch weil die Stadt womöglich das vergessen hatte oder so. Ja. Und da sind wir immer, bringen unsere eigenen Tore mit und so. Und so. Ich verrate jetzt nicht, wann wir spielen. Nee, weil, ihr seid schon genug. Wir sind genug und das ist alles okay. So. Aber das ist irgendwie, das ist meine Nummer 1. So, mein Lieber, ich bedanke mich recht herzlich. Ich bin mir sicher, dass wir uns bald wieder sprechen, weil ich rufe ja nicht nur an zum Geburtstag, sondern eigentlich ja monatlich. Und insofern freue ich mich auf das nächste Gespräch. Ahoi, Peter Lohmeier. Und herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Jo, lass mal. Tschüss. Bis zum Tage. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.